Habe ich auch gelesen. Was ist das denn? Achso. Hier sieht man auch, wenn andere aus der Gilde was erreichen, wird immer eingeblendet, wenn sich aus der Gilde einen ausloggt. So, und dann... So, und dann musste ich kurz Pause machen, weil meine kleine Schwester reinkommt, was wollte. Kann mal kurz was sehen, dass ich halt so kleine Cuts ab und zu mal machen muss. So, ich würde nur sagen, am besten... Ach, ich glaube, das hier, genau, hier sind auch Gegner, das weiß ich noch. Hier können wir jetzt mal, zeige ich mal, hier haben wir ein bisschen nicht ganz so viel Leben. Erstmal so ein Knödel. Gibt halt Leben und Mana. Es steht ja, wie viel es gibt, und das gibt's immer halt nach unten. Also der wird am wenigsten, wenn der am wenigsten Leben hat, kriegt der erst Leben, wenn der hier oben voll hat, sozusagen, und immer so weiter. Kostet immer 10 Willenskraft, sowas zu benutzen. Was soll ich tun? Aus dem Weg. Man hat halt immer 100 Willenskraft und später, wenn man ein hohes Level kriegt, man glaube ich bis zu 120 oder was, oder 130. Ich glaube, das ist ab Level 100. Wenn man dann 101 wird, kann man 101 Willenskraft kriegen, wenn man 102 ist, 102 Willenskraft und so weiter bis Level 130. So, es geht los. So. Hat unser süßes Schulmädchen alle platt gemacht. Post. Achso. Oh mein Gott, immer diese Mana-Zeugs. Sehen wir, jetzt haben wir 87% und 228 von 260, also brauchen wir noch einen Fight. Was soll ich tun? Einer nach dem anderen. Jetzt habe ich auf jeden Fall Fertigkeiten schon gezeigt, wir werden bestimmt auch einfach mal Monster-Infos kriegen, die kann ich dann auch nochmal erklären. Aber das habe ich eigentlich in meiner Vorstellung gemacht, aber wie gesagt, hier erkläre ich das auch nochmal für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ach, was ein Zufall, wir haben jetzt eine gekriegt. So läuft das genauso ab. Man kriegt halt dieses Fertigkeit-Ding, da steht halt Monster-Info von blablabla drauf, da drückt man auf Annehmen, da kommt dieses hier, was man hat und so weiter. Hier steht, wie viel man insgesamt schon hat von den ganzen Monster-Infos. Ob man, wie viel man hat und so weiter und welches Viech und das die Grundinfo ist, halt die Item-Info oder und so weiter. Ja. Na, dann kommt zurück. So. Hier seht, Fertigkeitserfahrung wurde um 5 erhöht. Können wir jetzt rausnehmen. Jetzt haben wir das erhalten. Jetzt ist es da auch im Inventar. Na, er braucht ja Unterhaltung, dafür kann er einfach meine Let's Plays gucken. Ist ja schon interessant so, ey, wenn man schon als Profi nur Let's von irgendwelchen... Na, Anfänger bin ich ja nicht, aber von halt Anfängern Charakteren sieht. Fien Chu, da ist unser guter Alter wieder. Ich stelle meine Medizinkenntnisse mit ausreichend Handwerksfertigkeiten könnt ihr fast alle Gegenstände selbst herstellen. Handwerkliche Fertigung ist auch über Item-Info möglich. Mal kurz schreiben. Wenn ihr in Medizin Heiltrank 1 nachschlagt, findet ihr die erforderlichen Zutaten. Haha, übrigens. Während ihr geübt habt, habe ich das Heilmittel gefunden, an dem ich gearbeitet hatte. Aber diese Medizin ist nicht für euch. Ich habe sie hergestellt, weil eine Dame namens Sun Yang mich darum gebeten hat. Allerdings war ich etwas misstrauisch, da habe ich das Rezept vorher noch nie gesehen, noch je davon gehört. Im Moment bezeichne ich es das als befristeten Heiltrank, aber ich bin mir noch nicht sicher, was die Wirkung angeht. Oh, bah, das ist eine Medizin, wegen der berühmte Dr. Ping Chung so leiden musste. Befristeten Heiltrank gekriegt, ist ein Quest-Item. Wie auch immer, bringt das zu Frau Sun Yang. Wahrscheinlich habt ihr Sun Yang beim Eingang zu den Ruinen am Gelben Fluss gesehen. Sie ist die Hexe mit dem hübschen Antlitz. So, also zu der Hexe, dem schönen Antlitz hin und ihr den befristeten Heiltrank geben. Mal sehen, was steht da noch so drin? Hinweis, mysteriöse Medizin, die Ping Chung nach Sun Yangs Formel hergestellt hat. Sogar der berühmte Dr. Ping Chung kann die Wirkung nicht garantieren. Wenn es die uns da untergejubelt hat. Nicht wieder anzeigen. Totaler Wille. Braucht man nicht. Oh, und das kriegt hier unsere Schamane. Ach, da kriegen wir wieder das Amulette. Das ist später eigentlich nur wichtig. Also wenn man so 100 ist, glaube ich, ungefähr.
Oh, fuck, 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 fuck. So, das kriegt unsere Schamanin, um uns schön zu heilen. Ich glaube, ab Level 21 lernt sie dann auf diese Dreierheilung, nicht auf jeden Einzelnen. Sinnlos sterben. Wollt ihr etwas von mir? Ich schicke dir gleich mal einen Brief, damit das nicht vergisst und ich auch nicht. Wollt ihr etwas von mir? Oh, die Medizin dürfte fertig sein. Dr. Ping Shu muss viel Mühe darauf verwendet haben. Wenn sich viel Mühe gemacht haben, würde irgendwie ein bisschen deutscher klingen. Naja, was soll's. Wir sind ja auch Asiaten, also... Immerhin Asiaten, die Deutsch sprechen, da kann man sich nicht beschweren. Aber ich brauche sie momentan nicht. Ja, für was machen wir uns denn Mühe? Trotzdem danke. Bitte stellt Pyong Shu später meinen Dank. Trotz meiner ungewöhnlichen Anweisungen hat er vortreffliche Arbeit geleistet. Ja, vortreffliche Arbeit, sie weiß ja gar nicht, ob das was bringt. Sie hat das noch gar nicht versucht. Naja, Frauen eben. Ich wollte dies eigentlich allein mit Hilfe der Medizin machen. Aber ich habe wohl jemanden gefunden, der stärker und für die Aufgabe besser geeignet ist als ich. Ich beobachte schon eine ganze Weile, wie ihr ohne Probleme zu den Ruinen am gelben Fluss kommt und wieder geht. Ihr habt doch gewiss von einer seltsamen Krankheit gehört, die sich dort ausbreitet, ja? Viele Menschen sind dieser Krankheit gestorben. Oh, eure Söldner wirken sehr stark und vertrauenswürdig. Moment, Tarn? Habt ihr einfach nur einfache Söldner, daher solltet ihr euch öfters mal umsehen. Es gibt nämlich sehr verschiedene Arten von Söldnern. Ihr könnt, ja, wie wir das halt angucken können, damals den Speerinfo angucken, Spielinfo, Klassen, Speer ist... Wo ist denn noch? Komm, damit komme ich eh nicht klar, wo hier was ist. Da. Haben wir es schon. Ja, hier manchmal sieht man auch hier so Söldner rumlaufen. Kann man halt auch zu sich gesellen lassen. So, Community, Briefkasten. Zeige ich mal, wie man einen Brief schickt. Und zwar, Empfänger kann man Gilde, Freund, Nation, Invidium. Bei uns ist es jetzt... Gute Frage. Ach so, ja, da schickt man dann die ganze Gilde, das an einen Freund, an die Freund, an den Freund oder Freunde. Weiß ich gar nicht, das sind die ganze Nation, das an eine einzelne Person. In unserem Fall heißt er nur ja G oder so. Und hier schreiben wir halt rein. Und Post senden kostet eine kleine Gebühr. Was soll's. Post ist sofort da. Ich glaube, nur wenn man was mitschickt, kostet etwas. Also dauert es etwas, meine ich. Haben wir gemacht. Infinity. Ihr findet nicht nur Informationen über das Aufwerten von Söldnern, sondern auch über ihre speziellen Fähigkeiten. Wie dem auch sei. Auch ich muss mich vorbereiten. Ich bin in vielen Formen der Magie visiert. Ihr solltet ebenfalls auf alles vorbereitet sein. Tief in den Ruinen existiert ein arrogantes Wesen, das sich für göttlich hält. Ah, jetzt haben wir eine Monster-Info erhalten. Das ist jetzt auch schon mal lustig, weil die schicken meistens irgendwelche von irgendwelchen High-Level-Monstern, die immer ziemlich lustig aussehen, wie ich finde. Das ist wie dieser komische Doppelfrosch mit komischen Umhang oder komischen Teil und einer... Tentakelhand und einer normalen Hand und unterrängenden Eiern aus einem Dämonenkopf und Ohrring an einem... Was ist das für ein Vieh, verdammte Scheiße? Krötenkönig, das sieht mir aus wie zusammengewürfelt von irgendwie allem. Na, was soll's. Ihr solltet ebenfalls auf alles vorbereitet sein. Ach, das hatte ich schon. Okay. Ihr könnt als starken Schild dagegen nützlich sein. Eure Söldner wachsen mit euch, doch im Gegensatz zu euch verbessern sich ihre Fähigkeiten durch Upgrades, wenn sie eine bestimmte Stufe erreichen. Ihr habt noch etwas Zeit, doch es ist schon jetzt notwendig, dass ihr euch Stück für Stück auf ihre Aufwertung vorbereitet. Ihr müsst nämlich für das Upgraden, also die Aufwertung eurer Söldner, mit einer bestimmten Anzahl an speziellen Items bezahlen. Ihr solltet versuchen, Items dieser Art so nach und nach einzusammeln. Ich meine, die im stumpfen, grau gefärbten Kristall. Sagt, wie lautet der Name dieses Item? Gibt die richtige Ziffer ein, das ist der aschgraue Kristall. Ja, das braucht man auch zum Aufwerten auf höherwertige Söldner, die nicht Rang D sind. Hier, das ist eine Verhexungsrolle. Kriegen wir eine Gruppe dazu, ich zeige ich gleich einfach mal, dann erklärt sich das.
Ja, der Gegenstand ist der aschgraue Kristall. Bitte vergesst das nicht und haltet eure Kristalle zusammen, bis ihr sie wirklich braucht. Das ist halt eine sozusagen Info, damit die Anfänger, Neulinge und so weiter nicht verkaufen und sich nachher zu Tode ärgern. Na, Glückwunsch, hat ja was Tolles wieder geschafft, der Typ. Oh, habt ihr eure Gefühle verletzt, als ich euch meinen Schild nannte? Nehmt es mir nicht krumm. Das soll nur zeigen, wie wichtig ihr mir seid. Ich habe einen guten Grund, tief in den Ruinen vorzustoßen. Ihr wollt mehr über diesen Ort wissen, richtig? Wenn ihr mir helft, erzähle ich euch das ein oder andere darüber. Habt ihr diese riesigen steinerne Statue vor den Ruinen am Fluss gesehen? Dort schleichen mehrere tollwütige Füchse herum. Was, steinerne Statuen? Ich glaube, die Füchse haben sich an dieser Krankheit angesteckt, die sich dort wie eine Epidemie ausbreitet. Die Krankheit befällt also nicht nur Menschen. Bitte erlöst zwei Füchse von ihrer Qual für mich. Zwei Füchse. Ja, machen wir mal. Das Ding kann man auch ausblenden. Ja, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Weil, stört nur, wir laufen ja eh automatisch. Den finde ich eigentlich ein bisschen schwachsinnig. Wenn man jetzt wirklich immer alleine läuft, bringt es was, aber sonst ist eigentlich Quark. Wir können mal gucken. Nur so just for fun. Der Krötenkönig, wie war der? Level 129, also nicht schlecht. Könnte man versuchen zu killen, wird aber, glaube ich, verdammt schief gehen. Warte mal, die sind doch hier, warum rennt er denn weiter? Das reicht doch. Und Angriff. Ach, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist für sie jetzt hier die Bücher zu kaufen und ihre Skills hochzumachen. Das sollte ich langsam mal echt betreiben. Ja. Aber ich glaube, die sind auf dem Markt ziemlich teuer und wir haben ja... Also mit dem Schaden nicht viel Geld, auf meinen habe ich genug dafür. So, das waren schon 5 Stück. Mal sehen, wie viele hier jetzt drin sind. Wieder 5. Und Segen. Und nochmal Segen. Und viel mehr Segen. Segen, Segen. Ja, komm, der arme Fuchs. Wir sollen ihn erlösen und nicht quälen. Er war schon tot. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt haben wir hier Stufe 2. Jetzt sieht man ja zum zweiten Diamanten. Jetzt haben wir die Ortinfo. Und alles klauen. Oh Gott, die haben Schatullen in ihrem Magen drinne. Und gleich den nächsten platt machen. Und drauf geht's. Ah, haben wir schon 11 von 12. Ach, die leben ja auch noch. Platt machen einmal bitte. Das ist ja unsere schöne Schützin auch, Level up. So, muss ich mal kurz husten. Das muss ich halt nicht antun. Info, ja, wir sind in Stufe aufgestiegen, bekommt 10.000 Gold, um zu feiern, sobald die Stufe 20 erreicht hat. Wow, 100.000 Gold. Das gab es damals auch, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man das selbst gekriegt hat. Soweit ich weiß, hat das der Mentor gekriegt. Also, man kann sich auch so einen Mentor im Spiel nehmen, der schreibt einen meist an, kriegt man meist öfter so eine Einladung. Der gibt dann halt Tipps, Infos und so weiter, wenn man Fragen hat zum Spiel. Der kriegt dafür auch diese Mentorpunkte, die er später für etwas sich für Schönes verkaufen kann, wenn er hilft. Und er kriegt die halt, wenn man selbst auflevelt. Also er müsste theoretisch, sag mal, nicht mal was dafür tun, sondern es einfach nur als Lehrling haben. Das sieht man auch, warte mal, bei Mentor, hier. Hier sieht man seine Lehrlinge, die man hat. Das weiß ich gar nicht. Und hier der Mentor. Ich habe jetzt keinen Mentor, weil ich brauche keinen. Ich hatte auf meinem Main damals einen, da habe ich ihn immer noch, ich weiß es nicht. Aber ich habe mit dem nichts mehr im Hut, der ist, glaube ich, auch weg für immer. Ich wusste gar nicht, dass noch immer ein so gefährlicher Ort existiert. Ja, und ich weiß gar nicht, warum du hier halbe Kugel auf mal deinen Haaren hast. Zieht das dich ganz schön runter? Psst, still! Euer Körper hat einen Teil der tollwütigen Energie des Fuchses absorbiert. Ihr seid stark und werdet überleben, bis sie abklingt. Aber ich werde diese Kraft mal analysieren. Während ich das tue, werde ich euch etwas lehren. Hört gut zu. Die Lizenz, die ich euch eben gab, ist meine Entschuldigung dafür, dass ich euch einen Schild nannte. Man nennt dieses Dokument eine Patrouillenlizenz. Wenn ihr sie benutzt, seht ihr die Kampf-